Ja, Freunde, ich befinde mich hier in der Türkei, in Bedek, im Golfclub Nobilis, beziehungsweise gehört ja eigentlich zum Robinson Club Nobilis. Das ist hier der hauseigene Golfplatz und ich werde heute 9 Loch spielen, beginnt an der 10. Es ist verdammt heiß. Es ist halt Ende Juni 2021 und wir haben, ich schätze mal, jetzt morgens um 9, 8:15, schätze ich mal, haben wir jetzt schon so 37 Grad. Es gibt auch sonst niemanden wirklich auf der Anlage, also wirklich nur Golfverrückte, so wie ich, werden doch tatsächlich mal ein paar Bälle schlagen. Also wollen wir mal schauen, wo uns das hinbringt. Auf geht's. So, hier befinden wir uns auch gleich auf der 10, ein paar 4, 347 Meter lang, kommt ein kleiner Teich ins Spiel, also ich sag mal, hier müsste man entweder mit einem Hybrid oder mit einem Holz 3 vielleicht abschlagen, kommt auch an, wie lang man ist und um nicht im Teich zu landen und dann zweiten gemütlich dann aufs Grün. Dann schauen wir mal. Tier 3, Level gleich. So, nächstes Loch, Loch 11 hier, 447 Meter, Par 5. Nächstes Loch, Loch 12 hier, auch ein paar 4, 340 Meter von Gelb. So, jetzt sind wir schon an Loch 13. Hit me if you can. Von Gelb 183 Meter Par 3. Schauen wir mal. Loch 13, auch ein paar 4, kurz 274 Meter. Grip it and rip it. Wirklich wunderschönes Loch. Also, ja, wer sich traut, einfach Driver drauf. Jetzt sind wir an der 15 angekommen, auch wieder ein paar 4, 359 Meter, wirklich wunderschönes Loch. Auf geht's!
Ja, jetzt sind wir schon an der 16 angelangt, Par 3, 147 Meter von Gelb. Also ein paar Leute auf dem Grün, rechts ein Teich, auch wunderschön. Das sind jetzt 295 Meter. Ich bin schon einem Schild vorbeigefahren. Und hier muss man dann einmal zum Dogleg rechts, ziemlich fast um 90 Grad Winkel. Da muss man eigentlich hier über die Pinien rüber, dort wo ihr den Bunker seht. Da muss man eigentlich mit dem Treiber rüber haben. Par 5, 441 Meter von Gelb. Schauen wir mal, was das wird. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier mich auf den zweiten Neuen im Nobilis Club in Belek zu begleiten. War eine schöne Runde, wie gesagt, es ist sehr heiß heute, aber nichtsdestotrotz mit Kart ist alles machbar und ich denke, ihr Golfverrückten, wir spielen bei jedem Wetter, ob es schneit, regnet, ob es heiß ist oder wie auch immer. Alles klar, bis später.